Es kam einer und sagte, suchen Sie was? Nee, eigentlich nicht. Suchen Sie vielleicht ein Grab? Sage ich, haben Sie denn eins? Sagte ja, ich hätte eins einzeln, ich hätte auch ein Vierergrab. Sag ich, dann nehme ich das Vierergrab. Wieso vier? Dann kann ich auch mal schräg liegen. Ich kenne niemanden, der sich selbst an seinem Grab bereits besucht hat und im Zwiegespräch mit ihm war. Wie war es für dich und wie kommt es dazu, dass du an deinem eigenen Grab schon gestanden hast? Es waren zwei Dinge. Das eine war, meine Mutter starb und hinterließ ein Chaos. Und ich dachte mir, wieso müssen die Menschen, die dann traurig sind, weil jemand Geliebtes gestorben ist, sich kümmern, wie der Sarg aussehen muss, was der Sarg kostet, was man anziehen muss, wenn man in den Sarg kommt. Das ist ja alles vorgeschrieben. Man muss ein Grab kaufen. Es ist nur Organisation, Zumutung. Würde ich meinen Kindern ersparen. Aber ich ging an einem sonnigen Tag in Hamburg, einer der schönsten Friedhöfe Hamburgs an der Elbe, spazieren und guckte so und sah zwei, drei Kollegen, die da schon drin waren, keine Rollen mehr weggespielt haben. Und es kam einer und sagte, suchen Sie was? Nee, eigentlich nicht. Suchen Sie vielleicht ein Grab? Sage ich, haben Sie denn eins? Sagte ja, ich hätte eins einzeln, ich hätte auch ein Vierergrab. Sag ich, dann nehme ich das Vierergrab. Wieso vier? Dann kann ich auch mal schräg liegen. Das war's. Und jetzt habe ich ein Grab für vier Personen. Was mir sehr ganz gut gerne mitgehen. Wären noch zwei Plätze frei. Echt? Du, ich denk mal drüber. Das ist ja auch eine schräge Anmache. Ja. Früher, was willst du noch mit draufkommen? Jetzt willst du noch mit runterkommen. Das ist ja genau. Ich meine, es ist wirklich sehr, sehr humorig und da freue ich mich auch sehr darüber, dass du das mit so einer Freude und mit so einem Spaß auch angehst. Aber dir ist das alles wirklich ernst. Du meinst, ja, klar, also es erwartet uns alle, die wir hier sitzen. Ja, aber meine Damen und Herren, wir werden auch weiter darüber sprechen, über genau dieses Thema. Aber Sie müssen jetzt nicht umschalten und voller Furcht weggucken. weil du hast ein Buch geschrieben, Ungeschönt, alt werden war auch schon mal schlimmer. Ja. Und das, ich habe das gelesen und dachte, oh, das ist gut, das muss ich mal verteilen. An ein paar Leute, die vielleicht die Tage beginnen runterzuzählen. Oder ein paar Leute, die einfach sagen, ach, lohnt sich das noch? Oder kann ich was Neues noch anfangen? Das alles lernt man bei dir in deinem Buch, dass das sehr wohl alles noch Sinn macht. Ich finde ja. Ich betrachte das mit einem lachenden und einem ernsthaften Auge. Du bist 75 Jahre alt. Das heißt, man könnte jetzt vielleicht denken, wenn es Zipperlein gäbe, also ernsthafte Krankheiten, hättest du vielleicht eine andere Einstellung. Wie kommt es, dass du so eine gute Einstellung zu all dem hast und keine Angst vorm Tod, glaube ich, ist es ja auch. Nein, nee, vom Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein. Aber sonst habe ich keine Angst. Nein, es ist etwas, was uns alle erwartet und man sollte sich frühzeitig damit anfreunden, darüber nachdenken. Dann kommt es nicht so überraschend, vielleicht, was ganz wichtig ist. Und man sollte sich vorbereiten und man sollte es wahrscheinlich auch nicht als die Katastrophe schlechthin betrachten. Denn wenn man tot ist, merkt man ja nichts mehr. Das ist ja ganz praktisch. Naja, du bringst einen auch so ein bisschen auf den Weg, dass man auch mal darüber nachdenken sollte, was man doch schon alles erlebt hat und nicht, was man jetzt vielleicht nie wieder erleben würde. Also es ist tatsächlich ganz schlau, wo du einen so auch zum Nachdenken anregst. Aber was mich sehr beeindruckt hat, nicht, dass du deine Grabstätte schon vorgeplant hast. Hast du dir deine eigene Trauerrede vielleicht schon geschrieben? Das würde ich jetzt auch noch zutrauen. Oder ja. Was? Also geschrieben habe ich sie noch nicht, aber ein sehr guter Freund von mir ist gestorben und wir waren alle sehr traurig. Es war ein sehr kreativer Werber und man stand an dem Grab und war sehr traurig und dann hat einer seine Grabrede vorgelesen und wir sind alle mit einem Schmunzeln wieder nach Hause gegangen. Und das fand ich toll, weil man hatte ihn in Erinnerung mit einem fröhlichen irgendwo im Hirn. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das eine gute Idee. Nachdem ich 9 Komödien geschrieben habe, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich das auch machen, dass die Menschen, die mich vielleicht mochten, viele sind es nicht, mit einem Schmunzeln nach Hause gehen und sich denken, ja, vielleicht sieht er bei uns noch. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich mag dich, das kann ich schon sagen. Es hat ein bisschen gedauert bei mir auch, bei dir. Ne? Bei uns hat es bei beiden. Auch, ja. Und jetzt gehen wir sogar zusammen in die Kiste. Nein, nein, ich stehe schon auf eine andere Kiste. Nee, nee.
Nicht die gleiche Kiste. Ach komm. Nee. Ach komm, jetzt nee. Auf den letzten Metern. Auch noch die gleiche Kiste? Nee, hast recht. Ach nee. Na gut. Ich wollte ja eigentlich ohne Sarg, wegen Erde. Vielleicht hilft das noch ein bisschen. Wenn ihr das Buch lest, dann werdet ihr auch sehen, es gibt so eine Liste, die hört man ja immer mal wieder, ne? Die sogenannte Bucketliste, ja. Was will ich noch in meinem Leben machen? Ja. Heißballon fahren und so weiter. Also was du dir da alles aufgeschrieben hast, da lässt du uns auch dran teilhaben. Sehr schön fand ich aber den Punkt, so einmal richtig daneben benehmen im Leben. Ja. Jetzt gleich? Okay, ich mach mich mal frei. Nein, das... Ich traue dir mittlerweile ja. Gemeint war eigentlich, was mir immer geholfen hat und mich vielleicht auch etwas jünger gehalten hat, es hatte immer Dinge vor, die man erreichen konnte. Nicht jetzt, ich möchte mal auf den Mond fliegen, das werde ich nicht hinkriegen. Oder einen Oscar bekommen. Nein, ich habe mir immer Dinge vorgenommen, die erreichbar sind. Und das habe ich immer mitgenommen. Und das war wichtig und das mache ich heute noch. Das heißt, du wirst dich heute nicht daneben benehmen. Ich habe gedacht, Thomas kann dir vielleicht ein bisschen, weil Thomas, du sagst ja von dir selber auch. Und ich glaube, nein, das gibt versprechen kann ich es dir nicht. Meine Freundin ist ja da, insofern werde ich das vielleicht nachher machen. Da kommt die Boulevardjournalistin. Genau. Deine Freundin ist da? Ja. Liebes Team von Tag 24, die immer über uns schreiben, egal was hier passiert. Völlig egal. Komm, jetzt machen. Du hast deine Freundin mitgebracht, das finde ich ganz schön. Also zum einen freue ich mich sehr, dass es dir richtig gut geht, ja. Weil wir haben uns zwischendurch auch mal getroffen, wo es dir gar nicht gut ging. Das ist richtig, 21 Kilo und weniger, ja. Hattest du abgenommen nach eurer Trennung von deiner Ehefrau? Ohne Kartoffeln. Und da muss man auch erstmal, wie alt warst du, als die Trennung? Na, 70 dann. Dann, 68. Damit muss man dann auch erstmal klarkommen, glaube ich. Ne? War das für dich auch ein Altersthema damals? Was es noch schwieriger für dich gemacht hat? Ich glaube, es war weniger, das klingt jetzt sehr hart, aber es ist nicht böse gemeint. Es war weniger der Verlust der Frau als der Verlust der Zukunft. Mhm. Wenn dir mit 68 das Leben durch die Finger rutscht und du musst eigentlich neu anfangen, dann ist das eigentlich eine Katastrophe. Und dann hatte ich mit 70 das erste Mal einen Absturz. Ich dachte mir, oh, jetzt ist aber gleich vorbei. Viele Dinge sind einfach vorbei. Und dann wurde mir klar, Moment, mit 5 war auch schon Dinge. Ich durfte nicht mehr auf meinem Dreirad fahren. Oder es sind ständig Dinge vorbei. Und es geht auch noch mal 75, geht was. Gell, Julia? Küssen zum Beispiel, ne? Ja, damit geht's los, okay. Das freut mich. Seit wann bist du so prüde? Ich glaube, ich werde wirklich, umso älter ich werde, umso prüder werde ich wirklich, glaube ich. Ich werde, glaube ich, sogar rot gerade. Merkst du das? Ja, total. Wollen wir jetzt über dein Sexualleben? Nein, wollen Nein, wir nicht über reden. Deins. Nein, bist du verrückt. Über meins weiß ja schon jeder Bescheid. Ist das so? Nein, darüber habe ich dich noch nie reden hören. Nein, Moment. Du weißt doch... Wir müssen nicht reden. Die Presse weiß das alles viel besser. Ja, du hast die schreiben ja Dinge, die du nie selber erlebt hast. Oh ja, oh ja. Ist ja manchmal richtig spannend, was da steht. Ne? Ja, aber gerade dann, wenn Trennungen im Hause stehen, gab es ja auch aktuell wieder eine Trennung, über die sich dann auch die ganze deutsche Presse, ich glaube, diesen Menschen kennst du auch, der sich irgendwie von einer anderen Frau getrennt. Ich fühle da gar nicht. Trennen sich ständig. Oder? Aber dann weiß gerade drei Lover auf einmal. Das ist doch auch nicht schlecht. Hast du Ehemann noch dazu? Ja. Das ist auch schön, ne? Du hast drei Liebhaber laut Presse. Ja. Möchtest du darüber reden? Und schwanger bin ich auch zum 85. Mal. Also. Ihr aber nicht, ne? Ihr seid doch, nicht mir wurde auch gesagt, er wird wieder Vater. Er wird wieder Vater. Aber jetzt, ich weiß so, warum mich das so freut, weil es, also dass du jetzt hier darüber redest, das freut mich deshalb so sehr, weil ich glaube, dass zu Hause vielleicht auch Zuschauer sitzen, denen es ähnlich geht, ja, dass der Partner verstirbt oder dass die Beziehung auseinandergeht und dass man, das tut immer weh, das ist immer blöd, aber wenn es dann, umso älter man ist, ich glaube, dass man sich damit dann tatsächlich dann auch eher auseinandersetzt, oh Gott, wie viel Zukunft gibt es dann noch? Wie hast du es denn geschafft, dass du wieder offen rausgegangen bist und deine wunderbare Freundin kennengelernt hast? Dafür gibt es kein Rezept, muss ich sagen. Ich bin erst abgestürzt und dann habe ich gearbeitet und es geht dann wieder, es geht weiter. Und man
gerade in unserem Beruf, glaube ich, kann man sich nicht hängen lassen. Man kann sich nicht verkriechen und von zu Hause arbeiten. Wir müssen raus, wir müssen Grins, Grins machen, wir müssen positiv sein. Insofern, und sich selbst bemitleiden, ist das Langweiligste für die anderen, ja, was es überhaupt gibt. Wo hast denn du sie kennengelernt? Sage ich nicht. Och, jetzt seid doch mal. Aber stimmt es, dass es eine ziemlich gute... Sie hat mich interviewt, wenn du es genau wissen willst, ja. Ja. Was hat sie, was ich nicht habe? Was hat sie, was hat sie, was sie hat sie? Hat mich zweimal interviewt. Ah, ich habe dich schon nichts. Fünfmal interviewt. Ja, das ist ja. Nee, das gefällt mir auch gut. Das ist besser so. So ist es sehr schön. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Guck mal, gibt es auch manchmal ab und an. Aber das kann es sein, du hast mir vorhin, glaube ich, was davon erzählt, dass es gerade eine richtig gute Phase in deinem Leben ist. Ich würde sagen, es ist die beste Phase meines Lebens, ja. Oh. Ja, absolut. Es liegt natürlich auch an meinem Privatleben, aber ich glaube, es sollte ein Punkt kommen, wo man zufrieden ist mit den Dingen, die man gemacht hat und nicht ständig mehr wollen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, und ich möchte gesund bleiben und ich möchte weiter leben, gut leben. Natürlich bin ich privilegiert, das muss man dazu sagen. Es gibt unglaublich viele Menschen, auch bei uns in Deutschland, die nicht wissen, was sie morgen auf dem Tisch haben. Insofern ist meine Meinung sehr selektiv. Aber mir geht es halt einfach gut, weil ich gut drauf bin. Hast du eine Strategie, wie man diese Zufriedenheit erlangt? Gibt es da eine Ein-Minuten-Strategie vielleicht sogar? Also mit Kartoffeln geht es nicht. Habe ich probiert. Pommes eher. Mit Mayo. Ich dachte, es hilft Mayo drauf. Nein, ich glaube, es ist einfach, man muss sich dessen bewusst sein, dass man auf der Welt ist, dass man keine Schmerzen hat, dass man am Abend noch was zu essen hat, und das ist Hoffen. Aber wie gesagt, da sind wir wahrscheinlich alle privilegiert, die also hier sitzen. Also die Dankbarkeit, würdest du sagen, ja, wenn man die Dankbarkeit spürt? Die Erkenntnis, spürt, dann nicht die Dankbarkeit klingt so. Die Erkenntnis, dass es so ist. Mhm. Und bald wirst du auch noch Klavier spielen können. Ich drehe durch. Bald wird es dich in so optimierter Form geben. Steht auch in deinem Buch, dass du vielleicht Klavier spielen lernen möchtest. Ja, das kann ich mir nicht merken. Aber ich kann alle meine Entchen kann ich. Aber es ist doch auch ganz schön, wenn man so ein paar Sachen mal vergisst. Ich glaube, das steht bei dir ja auch im Buch. Sollte man auch nicht immer nur gleich sofort Angst kriegen. Wo bin ich hier eigentlich? Ja, genau. Sehr schön ist auch das Kapitel, wenn du darüber nachdenkst, was jetzt chronisch ist oder dass man so ein kleines Zipperlein hat und denkt, jetzt morgen ist tot. Ja, morgen absolut. Ist. Umso älter man wird, ist das wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Dann gehe ich mal auf den Friedhof. Dich selbst besuchen. Und denke mir, ihr seid alle schon viel weiter.